Und damit herzlich willkommen. Schön. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß es gar nicht, die Etag Nummer 11. Push steht an, ihr seht's. Gestern Pull hat mich richtig ordentlich zerlegt. Das habe ich so im Verlauf des Vormittags heute gemerkt, dass der Rücken doch ganz schön dicht ist und vor allen Dingen, dass der Bizeps oder die Bizeps ganz schön hinüber sind. Ich habe Muskelkater am Bizeps. Ich denke mal von der Kabelvariante. Ja, hat gut gesessen gestern. Gewicht ist stabil. Magen hat gehalten. Also bin ich, glaube ich, diesen Infekt komplett los. Toi, toi, toi. Ätzender Mist. Irgendwie erwischt das diese Saison fast jeden. Haben mit so vielen Athleten geschrieben, die Grippe hatten, Magen-Darm hatten oder die Seuche hatten. Komisches Jahr. Naja, auf jeden Fall machen wir heute Push. Leicht geänderte Rotation. Ich nehme heute das Kurzhantelbankdrücken wieder auf. Oder besser gesagt, Schrägbankdrücken. Als dritte Übung. Erste Übung Butterfly. Habt ihr gesehen? 2,5 Kilo mehr als im letzten Training. 3 Wiederholungen weniger. Jetzt wird es echt schwer und ich muss aufpassen, nicht abzufälschen, weil man neigt dazu, den Kopf nach vorne zu bringen. Und ich sage es immer wieder, das hier ist keine Butterfly-Bewegung. Na, also immer aufrecht bleiben. Versucht's, quält euch rein. Quält euch in die Bewegung, die wehtut. Auch wenn der Körper weg will. Ja, gibt es sonst noch was zu erzählen, um das Video stimmungstechnisch gerecht einzuleiten? Ich denke nicht. Gewicht ist wie gesagt konstant. Morgen ist wieder Check-in bei mir, morgen ist Samstag. Bin gespannt. Ich muss auch mal einen neuen Check-in-Ort suchen. Ich mache ja hier eigentlich immer hier mein Check-in. Da ich jetzt aber alle 2 Tage Bilder zu Stefan schicke, ist das morgens immer ganz schön weit. 20 Minuten hierher zu laufen oder Viertelstunde, oder 20 Minuten mit Chico und 20 Minuten zurück, dann wieder nach Hause, Cardio. Da schiebt das Frühstück immer ganz schön nach hinten. Mal gucken, ob ich zu Hause noch einen Check-In-Point finde, der gutes Licht hat. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Also ehrliches Licht, nicht anaboles Licht, ehrliches Licht. Ne? Immer dann denken, wenn ihr im beschissenen Licht gut ausseht, seht ihr im guten Licht auf der Bühne verdammt geil aus. I'm
Ui, 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 ui. Oh. Oh. Oh, ey. Schwer ist es heute. Aber genauso darf es dann auch mal sein in der Pause. Es ist lustig, wie schnell sich der Körper in beide Richtungen adaptiert. Also wenn man dauerhaft im Training ist, gerade als Beginner, wie schnell man stärker wird. Und dann ist es auch sehr ernüchternd, wenn man schon wirklich an der Kraftgrenze trainiert und dann mal eine Woche raus ist, dass dann immer gleich ein kleiner Einbruch stattfindet, wenn in der Woche nicht alles rund läuft. Regeneration, Ernährung, Stress. Oh. Aber gut. Ich hoffe, dass ich demnächst das Ganze wieder ändern kann. Das Feeling ist zwar gut mit dem Butterfly am Anfang, aber ich mag auch das schwere Drücken einfach. Gerade um wirklich so diese Dichte in die Muskulatur zu bringen, bin ich absolut davon überzeugt, dass man schwere Grundübungen machen muss. Ob es so ein Heben ist, Beugen ist oder halt Drücken ist. Die Übungen haben Priorität, was die Progression angeht, was es wirklich darum geht, so schwer und so stark wie möglich zu werden. Also so schwer wie möglich zu trainieren und so stark wie möglich zu werden. Deswegen ärgert mich das ein bisschen. Auch wenn ich natürlich, habt ihr eben gesehen, mit dem Gewicht, das sind 70 Kilo pro Seite. Ich weiß nicht, was die Stange wiegt. Das soll 10 Kilo sein, 150 mal 7. Das ist jetzt keine Glanzleistung, aber ich komme trotzdem ins Versagen. Also die Intensität passt. Trotzdem weiß ich, dass ich viel mehr drücken kann. Ja, so viel dazu. Es ist mir gerade aufgefallen, dass hier die 50er liegt. Verdammt, habe ich das Split Squat machen benutzt. Und eine 50er quer durchs Studio tragen macht überhaupt gar keinen Spaß. Ich glaube, die werde ich gleich für Incline brauchen, die 50er. Um da wieder reinzukommen. Bin ich mal gespannt. Ich habe die 50er noch nicht hergeholt. Ich habe mich jetzt mit also bis 35 warm gemacht. Jetzt nehme ich mal die 45er. Mal gucken, ob das schon der Arbeitssatz wird. Brust ist doch schon ein bisschen kaputt. Verdammt, sind wir in Schiere Po getroffen. Ah. Puh, 8. Uiuiui. Da muss ich aber mal wieder reinkommen. Schon 15 mal 70 gedrückt, allerdings als erste Übung. 8 mal 45. Gerade nochmal geguckt. Ich hätte mir jetzt Rap-Bereich, Rap-Range 6 bis 9 gesetzt. Also passt das eigentlich ganz gut. Im nächsten Training nochmal die 45er. Dann denke ich mal, bin ich wieder ein bisschen mehr in der Bewegung drin. Und dann im Training drauf die 50er. Und von den 50ern gibt es dann nur den Sprung auf die 60er und dann auf die 70er. Also passend arbeiten wir uns jetzt bis zum Wettkampf auf die 70er hoch, was definitiv möglich ist. Setzen wir mal in Klammern in der Rotation. Wenn ich es als erstes mache. Ja, mal gucken. Hat auf jeden Fall gut gesessen. Das reicht mir heute auch vom Drücken. 3 Sätze Drücken, 2 Sätze Butterfly. Jetzt gehe ich zurück an die Multipresse. Und dann machen wir High Incline. Ich habe jetzt
aus einem ganz speziellen Grund auch hier nur einen Satz in den Plan. Weil dadurch, dass ich jetzt schon Incline drücke, habe ich die vordere Schulter mit drin. Jetzt drücke ich gleich nochmal High Incline. Also im Grunde, ja, fast die gleiche Bewegung, nur halt ein bisschen aufrechter. Ich habe wieder die oberen Brustfasern mit drin und noch die Schulter mit drin. Um da gleich noch Leistung zu bringen, reduziere ich hier auf einen Satz. Brust ist nicht so mein Problem. Baustelle mache ich lieber zwei Sätze gleich. Ja, High-Incline-Schulterpresse. High-Incline-Schulterpresse, naja, egal. Und dann kommt das Accessoire-Training. Eigentlich stehen noch Dips auf dem Plan. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin skeptisch. Es ist gerade alles gut. Never touch a running system. Wenn es alles gut ist, soll es eigentlich auch so bleiben. Naja, erst einmal mit Schultern. Puh, ansonsten läuft's, würde ich sagen. Aber das T-Shirt muss ich mir wieder anziehen. Ich sag euch, beste Schulterübung, beste Schulterdrückübung der Welt. High Incline in der Multipresse. Es gibt so viele Schulterpressen, die sind okay, aber nichts kommt hier ran. So, hier mache ich ganz klassisch zwei Sätze. Das war jetzt eben die einzige Übung, wo ich auf einen Satz runtergehe. Somit 5 Sätze für die Brust. Ja. Hier 2 Sätze für die Schultern. 2 bis 3 Sätze Seitheben mache ich gleich nach Gefühl, wollte ich ein bisschen gucken, damit ich den Plan so ein bisschen, ja, justiere. Ja, Dips. Ja, Dips. Maximal 1 Satz Dips. Und dann 2 Sätze am Kabelzug. Bisschen höheres Volumen. 15 bis 20 Wiederholungen am Tau, denke ich mal. Ja, habe ich ja schon mal gesagt, beim Trizeps oder beim Bizeps, da schreibe ich dann Bizeps am Kabel oder Trizeps am Kabel. Und den Griff suche ich mir an dem Tag aus. Ja, und mache es nach Gefühl. Es landet eh immer beim Ähnlichen. Weil wenn man was gut fühlt, dann nimmt man immer das Gleiche. Ah, lang, lang ist her. Das lassen wir lieber. Okay. Das war jetzt der Test heute, ob Dips wieder in die Trainingsroutine kommt. Erstmal nicht. Ich glaube, ich brauche eine Dip-Maschine. Damit sollte ich ein bisschen stabiler sein. Egal. Machen wir Seitheben. Dann wollen wir mal.
25. Fast. Heieiei. Hei. Bisschen verschätzt im Gewicht. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, stellt euch vor, ihr schiebt die Faust erst nach unten und dann bewegt ihr sie quasi, also jetzt aus meiner Perspektive, Richtung Kamera. So weit weg vom Körper, wie ihr wollt, wie ihr könnt. Okay. Ja. Sabber. 24 pro Seite, sagen wir mal. Da muss auf jeden Fall mehr Gewicht drauf. Werde ich 3 Sätze machen. Ich denke mal, jetzt ein schwerer und den dritten dann mit dem gleichen Gewicht. Weil das war jetzt wirklich viel. Wobei das absolut Hypertrophiebereich ist. Die Bereiche fließen so ineinander über. Bedeutet aber nicht, wenn ihr 20 oder 24 Wiederholungen macht, dass dann nichts wächst. Wenn die Intensität stimmt. Ist halt nur viel Junk Volume. Ist natürlich das Tau geworden. Ich mag es einfach am liebsten. Ab Wiederholung 15, aber irgendwie die linke Seite schon ganz schön dicht, mit einem langen Kopf. 25, ein bisschen über der Rep-Range, 15 bis 20 habe ich angepeilt. Deswegen heute also wieder dieses Gewicht finden, mit dem ich
in der Rep Range lande. Ganz wichtig auch für euer Training, wenn ihr einen neuen Trainingsplan anfangt. Die ersten Einheiten sind immer so Findungseinheiten. Ich mache das generell ganz gerne so und auch mit meinen Athleten. Vor allen Dingen nach der Vorbereitung, wenn man so in dieser Rebound-Health-Phase ist, dass man dann mal neue Übungen einbaut, um die Zeit produktiv zu nutzen, um sich an neue Bewegungsmuster zu gewöhnen, die Gewichte zu finden. Und wenn es dann in den Aufbau geht, wo dann auch die Kraft schiebt, man schon gefestigt ist im Übungsablauf, wenn man neue Übungen braucht, ne? Oder was ausprobieren will. Bei mir ist es leider immer so, ich sage absichtlich leider, dadurch, dass ich mit vielen Athleten zusammenarbeite, dadurch, dass ich immer versuche, mich irgendwo weiterzubilden, probiere ich immer viel aus und manchmal zu viel aus. Dass ich im Training dann hier mal wieder was mache, da was mache und es eigentlich vielleicht manchmal intelligenter wäre, konstanter zu sein. Aber ich will dann halt auch neue Dinge nicht nur für mich lernen, sondern auch um weiterzugeben. Weil nur weil Sachen bei mir funktionieren, heißt es nicht, dass sie beim nächsten funktionieren. Deswegen muss man halt viel rumprobieren. Okay, ein höher. Auch hier drei Sätze, ein bisschen mehr Volumen. Oh. Ja. Und dann kommt Bauch. Gerade eben gedacht, so richtig kaputt bin ich jetzt nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob mich das Training heute befriedigt hat oder nicht. Also, ja. Es war gut, progressiv. Ich habe alles gemacht, was ich machen sollte. Trizeps war okay, außer die Dips. Also, ein durchweg positives Training. Aber es ist halt immer ein Unterschied. Gestern habe ich Pull trainiert. Danach gehe ich kaputt nach Hause. Wobei es sich gestern auch im Rahmen gehalten hat, weil das Heben gefehlt hat. Das wollte ich euch noch als Feedback geben zum gestrigen Training. Es war ein bisschen ungewohnt ohne Heben. Ich mag das Heben einfach. Am Beintag hat man sowieso immer die Beugebewegung, die so einen extrem fordert. Am Pulltag eigentlich immer die Hebevariante. Jetzt werde ich mal gucken, wie das funktioniert, wenn ich beuge und hebe an einem Tag. Dazu muss ich sagen, heben wird immer nur ein Satz sein. Auf jeden Fall SLDL. Ich denke ADL auch. Einsatz ADL, Einsatz Hip Thrust, sowas in die Richtung. Erstmal reinfinden, stärker werden und dann fordert das Training. Aber Gefühl ist gut, Arme, Brust, alles voll. Noch nicht so voll. Ja, mein Abholservice ist da. Ups. Noch nicht so voll, wie es sein soll. Das merke ich die letzten Tage, wo ich nicht gegessen habe. Sind noch ein bisschen zäh. Aber das kommt auch. So. Ups. Wollen wir mal gucken. Sind da. Okay, ich muss mich jetzt beeilen. Regie steht vor der Tür. Dementsprechend werde ich jetzt mal ganz schnell meine Crispies essen. Und um euch nicht voll zu schmatzen, sehen wir uns im Beintraining übermorgen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich danke für euren Support. Ihr wisst Bescheid. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren, alles, Glocke aktivieren und so weiter. Und denkt an meinen Broadcast-Kanal auf Instagram. Da bekommt ihr täglich immer noch so ein Tages-Update, auch an Rest-Days, was bei mir passiert, was läuft. Auch so die mentale Komponente, um die ganz kurz anzureißen. Aktuell ist es ein bisschen merkwürdig. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass die Prep so richtig losgegangen ist. Ich habe keinen Hunger, was ja gut ist. Und durch diese paar Tage krank bin ich irgendwie so ein bisschen rausgekommen. Da hat sich komisch angefühlt, Suppe zu essen in der Prep. Dementsprechend hoffe ich, dass das jetzt so ein bisschen anzieht. Bin mal gespannt, was Stefan morgen sagt. Im Formcheck. Das Feedback zum Formcheck bekommt ihr dann übermorgen im Video oder halt auch morgen im Broadcast-Kanal. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Feierabend.